Oh, ich bin gar nicht tot. Oh. Oh, dein Fass. Oh, hör auf damit. Was denn? Oh Gott. Yeah. Das Leben ist so kostbar. Oh, wir haben gerade Blumen irgendwie für den Toten gesammelt, die ich auch sehe. Auf Wiedersehen, Mirelia. Ich sehe diese Samen in Erinnerung an das Leben, das wir teilen. Während wir vergehen. Ich weiß, da ist er still. Die anderen sollen kommen. Und aneinander finden wir. Für alle Ewigkeit sollen sie kommen. Ich möchte der Welt eine Seite bauen und sie mit Pornos füllen. Mit Hentai, Charme und Schimmelkram. Ich leuchte irgendwie so grün oder dampfe grün. Du auch. Ja. Ich glaube, ich hätte die Leute nicht essen sollen. What? Das sieht irgendwie creepy aus. Oh, geil. Ah. Ah, das tut weh. Ah. Jetzt bin ich schon tot, was jetzt? Ja, das voll gebracht. Alles ist so völlig anders. Ich bin zwar bereit, meine Erinnerungen zu verlieren. Eine Arschkrippe. Aber ich will nicht alles vergessen, was ich gelernt habe. Ich weiß, warum ich. Es ist das Schleim. Ist die jetzt irgendwie die Waldgöttin? Daniel, tu es nicht, du hast doch so viel, wofür sich das Leben lohnt. Wovor macht der denn schon wieder? Oh, schön. Nein. Nein, nein, nein. Alter! Ja, danke, Daniel. Durch dich bin ich jetzt bei Rang 50 bei Waffe mit Schild erreicht. Das sah echt schmerzhaft aus, Daniel. Du bist schon, weißt du, einfach durch den Absturz bist du schon gestorben. Bevor du unten aufgeprallt bist, warst du schon tot, ey. Ja, natürlich. Natürlich. Na, physische Gesetze, geil. Boah. Da sind 10 Fähigkeitspunkte ausgegeben, ey. Für was? Für alles Mögliche. Jetzt habe ich nur noch 20. Boah. Ich hatte 30. Erste Weltprobleme hier, ey. Ja, Daniel, du musst ja mal die Werbung im Fernsehen reinziehen. Da sind irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie 5 von 10 Frauen kommen nicht zum Orgasmus. Und ich denke mir so, und in Afrika sterben Kinder und trinken schmutziges Wasser. Oh Gott. Das ist irgendwie so eine Werbung für Durex, Gleitmittel und Kondome. Das ist so ein Schwachsinn. Ja, immer. Ja, aber ich meine, wir haben keine größeren Probleme als Frauen, die nicht kommen. Hey, das ist doch scheiße, Daniel. Genau, aber ich frage mal, was machst du da eigentlich? Schmieden. Ach so. Bringt das irgendwas? Ja, alles mal Dings hier. Ein Schmieden hochleveln. Und was hast du davon? Warte. Äh,
Ich will mit Herren zu verbessern, damit kann ich Sachen verbessern. Letztendlich. Interessant. Vielleicht kann ich ja irgendwann legendär machen. Boah. No, der Rest. Ich will sowieso nie genug Geld haben, um mir irgendwie eine Wohnung oder so zu kaufen. Der Dan hat seine Träume aufgegeben. So. Ich werde einfach ein wandernder Vagabund. Ja, irgendwie schon. Leben einfach auf der Straße. Wir leben einfach von dem, was wir töten. Ich kann es nicht. So wie im richtigen Leben. Müssen wir am Ende nochmal gegen Molag Bar kämpfen? Weiß ich nicht, vielleicht gegen den zurückgebliebenen Bruder von dem. Baluk Mol. Molag Bill. Einfach nur Bill. Werdet ihr wohl stillhalten? Diese Illusion Wir müssen das wissen. Dieser würde euch gern um ein Schlachten. Kennen wir den Typen nicht? Das ist doch der Punker, oder? Muss schon ein bisschen genauer sein. Also werdet ihr den Da waren wir doch letztens die ganze Zeit eher im Knast, als der Typ aufgetaucht ist, ey. Ja, war der das? Ja, kann sein. Ich weiß nicht, oder ist wieder einer, der genauso aussieht. Aber ist diese Illusion überall wirksam? Ja, das ist ziemlich rassistisch, den als Kater zu bezeichnen. Was machen die mit dem? Oh, der hat sich verwandelt in eine Frau. Entschuldigt mich bitte. Ich muss den Katzengeruch aus meinen Ohren. Irgendwie nicht deine Stimme. Ra sieht in dieser Form gut aus. Ein guter. Ja. Ich werde es tun. Okay. Ras soll die Schnauze halten. Betretet die kaiserlichen Tunnel. Müssen wir schon wieder in den Kerker. Ja, schon wieder in der. Schon wieder draußen. Da sehen wir wieder ein Foto. In den an der Wand. Was? Jetzt für die Todesrolle. Ja, ne? Der steht da einfach nur und ist awesome. Ach, wer zerstört da bin. Okay. Ist der ein Cyborg? Nee, ne. Sieht da so mechanisch aus irgendwie. Was sind das denn für Türme? Oder Spitzen? Da will ich hoch. Die ganz bestimmt da. Der mit der Höhenangst, der will da ganz hoch, ey. Ja. Ich liebe den Tod. Also, was passiert ist, als ich auf den letzten Turm geklettert bin? Was war denn da nochmal? Ja, genug ist da runtergefallen. Das sah echt brutal aus, ey. Du hattest so viel Speed drauf, ey. Bis in der Atmosphäre verglüht. Hat die gesagt, Asterix? Ich wette, die ist böse. Was ist das? Ein Geschenk in Erinnerung an Prinz Nähmann. Vizefogel so, wird Grüße ausrichten. Ich hab doch gesagt, die ist böse. Ihr werdet sterben. Und der wahre König von Alin. Was ist wie? Vizefogel? Au. Was hast du denn? Ja, eine Granate auf mich geworfen. Warum hatte ich das nicht? Ich stand hinter dir. Ich war außerhalb des Effektradius. Eine Handgranate hat er auf mich geworfen. Ja, du hast dich bei mir schon vorher hingekniet, bevor die geworfen hat, er. Da warte. Unsere NPCs sind klüger als wir. Wir sind da jetzt ins Wasser gesprungen. Richtig. Stich. Käfig. Stich. Dreht. Dreh. An die Spechte. Stämme. Hausmacherwurst mit Handfeuerwaffe, Kerz, lila Pferdearschwurzel.
Wir machen mal One Together, ne? Ja. Das musste ich irgendwie auswendig lernen. Oh, ich verwandte das noch ein bisschen. Und fressen. Wow. Den Bullen abgehört. Töte ihn. Ich töte sie alle. Bis ich satt bin. Also. Hier ist eine Truhe. Dann mach mal auf. Ja, ganz bestimmt. Ne. Okay. Ja, jetzt wollte ich die sogar aufmachen. Du musst das ja auch hochleveln. Ja. Wenn alles in der Story irgendwie nur einfach ist. Die Truhe ist weg. Ja. Ich begrab schon die Kiste. Jetzt die Palette zu drehen, Leute. Oh. Gott verdammt. Bin schon wieder gestorben. Ich bin ein beschissener Tank hier. Was machst du denn, ey? Ich nehme die ganze Zeit die Attacken von dem auf mich. Damit der nicht die ganze Zeit auf dich losgeht, weil sonst der Daniel immer rumheult. Warum geht der immer auf mich los? Mann, ich steck schon wieder meinen blöden Stein fest. Ey. Wie kannst du denn da feststecken? Wie wär's, wenn du außen rum gehst? Ey. Daniel kennt nur die Option irgendwie geradeaus. Ja. Ey, hier ist eine Truhe. Ich bin irgendwo in so ein Loch reingefallen da. Dann bin ich unten. Was? Ja, so weit unten bin ich nicht, da ist eine Truhe gewesen. Die war einfach. Ach, ja, schon mal, ne? Ich will gar nicht wissen, wie meine Sachen betätigt sind, ey. Was ist dieses Höhlensymbol nochmal? Weiß nicht. Nichts Wichtiges, glaube ich. Keine Gruppen verließ, ne? Da sind so ein Pluszeichen da. Ein paar Kirschen greifen uns an. Das sieht aus wie Kirschen, ne? Auf der Minikarte da oben. Das sind einfach nur zwei rote Punkte, die einen hauen. Was? Ja, auf der Minikarte da oben. Das sind so rote Punkte, das sind die Feinde, wenn die einen angreifen, dann der behindert uns. Das sieht aus wie Kirschen. Aber der Troll, der hat dich gesehen, der greift dich an. Der ist aber scheiße. Ja, nur guck mal, wie der ist, ey. Jetzt haben die Shere Khan und Simba gefunden. Der Zirkus ist hinter dir. Was kommst du denn jetzt zu mir, du Freak? Nur weil Daniel dich nicht will, heißt nicht, dass ich das dich will. Ma. Ja. Das ist jetzt meins. Was ist das für ein Bild? Ey, warum ist denn jetzt ein Bär auch noch dabei? Boah, gut, machen wir noch einen Zirkus, ich bin jetzt auch ein Tier. Weil wird es ja aussehen, wenn der stärker ist oder was? Ich bin verarscht, Frau Pupa verpickt. Ich bin auf jeden Fall ein stärkeres Tier, Alter. Verpiss dich, Bär. Er hat dein Fleisch fressen. Du bist ja schon wieder da. Gehen wir einfach zur Stadt. Mit dem Buch. Okay, ich hab gesättigt. Ich kann nicht lesen. Ich fress das Buch einfach. Ja, wir müssen um den ganzen Berg rumlaufen. Oh. Mann, was war das denn jetzt? Was? Ich hab mich beim Fressen zurückverwandelt. Das ist echt merkwürdig auch. Ich war ein Ork, der einen Reh gefressen hat. Ach, hier kommen wir mal massig Gegner, ne? Warte, das kann sein. Finde ich gut. Yep. Danke, ich kann versuchen, danke. Aua! Ah. Das war echt unnötig. Ein Boss. Da hinten ist einer, glaube ich. Schild mal. Ja, das wird lustig.
Alter, der hat schon alle getötet. Das wird ein Fressen. Bluten, Alter. Oder nee, das ist kein Blut, das ist irgendwie Effekt. Nee, das sieht aus wie Blut. Ey. Ich fress die jetzt alle da, ey. Oh, da hinten. Fass. Nam, nam, nam. Ich fress auf deinen Arsch. Ich fress die Ratte. Oh. Wie lang frisst der denn an dem kleinen Vieh? Der kann ja nur mit einem Schlaps runterschlucken. Oh, an der kann ich nochmal fressen, okay. Oh mein Gott, andere Spieler. Ich war gerade irgendein Vieh. Ich glaube, der hat einen Boss oder was. Ihr Missgeburten. Sie bitte? Ja, schon gut. Willst du mich verarschen? Ich glaube, der sieht uns für das, was wir sind. Jemand benutzt das bereits. Oh ja, nein, du hast weiter beschworen. Komm, Bitches, ich hab Hunger. Ah. Ich bleib einfach Hunger da, ich bleib einfach hier stehen. Oh Gott, wie machen Schaden. Alter, was hast du denn? Wir haben die kaum Schaden gemacht hier. Ja, aber. Der Drache, der Drache. Ich rette den. Den Blau. Da schließt direkt schon ein. Ich lasse den Geist ausbluten, damit unsere physischen Angriffe mehr Schaden haben. Also, ich stehe auf dieser Säule, damit es cool aussieht. You have the high ground. Beweise für die Kompetenz der Moraktom, was Alterntaten anbelangt, sind wohl kaum nötig. Die wenige Fälle, in denen jemand einen ihrer Mordanschläge entging. Gratuliere ich euch zur Kunstfertigkeit. Worte Moraktum, buchstäblich an die Wand. Taurus brachte Mephala und Sissels Blutopfer. Ey, da ist die Rede von Sissel. Auf die Seite! Du kannst durchgehen. Will ich mal da schauen. Ich sag ja nur. Das macht dir das Leben leichter und ich find's spektakulär. Ich find solche Verliese geil, da braucht man mehr davon. Ich liebe es, gegen Dominion zu kämpfen. Komm schon, schnappt euch, ich bin lecker! Greift mich an, nehmt mich! Yeah.
Schlitzstich. Ja, wir brauchen noch mehr davon, nein, noch viel, viel mehr. Wow, hör auf damit. Was denn? Oh Gott! Ja! Ah. Ich hab alle in dem Raum getriggert, Daniel, los! Gib zu! Guck mal, wie die Stiere sterben, Daniel, die sterben wie die Fliegen. Daniel, das war episch. Ist er eigentlich am Aufnehmen, Daniel? Ja, natürlich. Ja, weiß ich doch nicht. Das war episch, Daniel. Ich glaube, das war unser größter Kill bis jetzt. Hab schon gesehen, wie du von einem Ding hier zum anderen gerannt bist. Ja, Daniel, schon bei euch auf damit. Da hab ich auch gesehen, auch noch eine Gruppe irgendwie getriggert. Ja, ich wollte ja, dass du die triggerst. Und dass wir dann alle in der Mitte kämpfen. Was wollen wir uns denn besser?